Das ist der Familienrat mit Katja Saalfrank, ein Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Beratungspraxis in Berlin und Mutter von 4 Söhnen. Hier dreht sich alles um Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Großen und Kleinen, insbesondere natürlich zu den kleinen Kindern und euren Fragen dazu. Ich bin Matze Hirscher, Gründer von Mit Vergnügen, Familienvater und Fragensteller. Ich besuche Katja in ihrer Praxis, lese hier eure Fragen an Katja vor und gehe stellvertretend für euch mit ihr ins Gespräch und will es genauer wissen. Was brauchen unsere Kinder? Wie können Eltern die alltäglichen Herausforderungen meistern? Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht? Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen. Willkommen beim Familienrat-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Matze. Das stimmt. Wir fangen direkt an. Der Tee ist umgekippt. Ich bin heute schon umgeknickt. Nee. Musst du das erzählen? Es ist einer dieser Tage. Das war meine Schusseligkeit, genau. Es kann sein, dass ich mittendrin einfach noch schlechte Laune bekomme oder sowas. Wirklich? Heute ist so ein Tag, der steht auf der Kippe, habe ich das Gefühl. Okay, aber nicht, weil ich jetzt hier bin bist. Nein, gar nicht. Okay. Es ist einfach nur so ein. Nein, du wirst auf gar keinen Fall schlechte Laune kriegen. Ich kriege gar keine schlechte Laune. Nein, ich kenne dich nicht mit schlechter Laune. Ja, eben. Das stimmt. Hast du manchmal schlechte Laune? Ja. Ja. Also gut oder schlecht, du weißt ja, ich bin so, ich finde es wunderbar zu überlegen, was einem gerade für eine Laus über die Leber gelaufen ist, weil dann geht es mir schon wieder besser. Also ich bin gar nicht so von diesem Zustand an sich oft angestrengt, sondern davon, dass ich dann denke, warum ist denn das jetzt so? Was hat mich denn so geärgert? Weil dann habe ich das Gefühl, ich habe wieder einen Überblick über alles, kann mir das herleiten und dann kann ich auch vielleicht eine Sache bewusster zur Seite stellen und wieder mich den schönen, den hellen Farben des Lebens widmen. Ja, das ist natürlich die Königsdisziplin, ja, wenn man dann schafft, so von sich wegzugehen, von oben nach unten zu schauen und zu merken, ach, jetzt bin ich nicht so gut drauf, aber wenn man so drin ist, oh, wenn man sich so ärgert über Dinge. Aber wenn man hängen bleibt da drin. Wenn man so hängen bleibt. Was ärgert dich denn? Was kann dich denn ärgern? Nein, ich möchte das auch gar nicht. Ich Schade. So das, es ist eher so ein innerlich, das könnte heute noch kippen. Kennst du das auch? Nee. Also noch gar nicht, also ich bin noch nicht schlecht gelaunt, aber ich habe so das Gefühl, ich könnte heute schlecht gelaunt werden. Echt? Oh ja. Gott, kannst du mir sagen, ob es irgendetwas gibt, was ich tun kann, damit es nicht kippt? Sei einfach immer nicht ganz zu viel nachfragen. Sei immer nett zu mir. Wisst ihr nein. Also 100 Euro. Okay, gut, wir sprechen. echt? Das könnte dich fröhlich machen. Nein. Okay. Ich weiß ja, dass es heute noch Schokolade hier gibt. Also von daher, ich glaube, das könnte schon. Ja, mal Schokolade helfen. Macht glücklich. Schokolade genau. Macht irgendwie. Okay. Ich bin da wirklich ganz leicht Schokolade und Kuchen. Wir gucken mal. Also wir haben Gott sei Dank eine Frage bekommen und müssen nicht über meine Laune reden. Diese Frage wurde geschickt an familienrat@mitvergnügen.com. Wenn ihr Fragen habt, schreibt da gerne hin. Wir lesen die gut gelaunt vor. Und bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Koro. Die wichtigste Mahlzeit des Tages ist für mich das Frühstück. Natürlich möchte ich nur mit den besten Zutaten in den Tag starten und das ist mein Müsli. Dazu gehören auch Leinsamen, gefriergetrocknete Cranberries und Cashewmus. Ich mache es mir gern richtig schön. Das alles bekomme ich auf korodrogerie.de. Bei Koro könnt ihr alles von Superfood über Frühstücksessentials bis zu Nüssen und Snacks finden und unkompliziert online bestellen. Aber dabei in bester Qualität und zu fairen Preisen. Das Besondere an Koro, sie setzen sich für Preistransparenz und Nachhaltigkeit ein und kaufen dabei ihre Produkte für den Online-Vertrieb so nah am Erzeuger wie möglich. Koro hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, haltbare Lebensmittel wie Trockenfrüchte, Nüsse und Snacks direkt vom Produzenten zum Verbraucher zu bringen und fokussieren sich daher hauptsächlich auf Direktimporte. Dadurch können übliche Handelsstufen umgangen werden und die Produkte von Koro ohne Umwege ihren Weg vom Bauern in die Hände des Verbrauchers finden. Was Koro dabei natürlich auch nicht vergisst, ist nachhaltig zu handeln. Das fängt bei fairen Preisen für euch als Kunden, aber auch für die Hersteller der Produkte an. Außerdem sind viele Produkte, die ihr bei Koro kaufen könnt, biozertifiziert, aber auch kleinere Bauern und Hersteller, die sich das Zertifikat nicht leisten können, aber genauso gute Produkte anbieten, werden von Koro unterstützt. Der Fokus liegt also einerseits auf den guten Geschmack der Produkte, klar, aber auch auf möglichst nachhaltige und faire Produktion.
Und jetzt kommt was Tolles. Mit dem exklusiven Rabattcode Familienrat erhaltet ihr 5% auf jede Bestellung von korodrogerie.de. Ich packe den Link natürlich in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Koro. Und jetzt zur Frage. Wir haben eine E-Mail bekommen von Luise und sie schreibt: Wir sind eine Regenbogenfamilie mit 2 Kindern. Lilly ist 3 und ihr kleiner Bruder Jakob ist 1,5 Jahr. Ich habe beide Kinder ausgetragen, bin also die Bauchmama. Lilly nennt mich Mami, meine Frau Anne ist die Mama. Die Schwangerschaft haben wir durch eine Samenbank möglich gemacht. Im Alter von 18 Jahren haben beide die Möglichkeit, den Spender, er ist bei beiden auch der gleiche, über die Samenbank ausfindig zu machen. Unsere Tochter hat bislang nur ein einziges Mal gefragt: Mama, wer ist denn eigentlich mein Papa? Ich habe ihr damals ziemlich perplex gesagt, dass sie ja uns 2 Mamas, Mama und Mami hat. Daraufhin war dann erst einmal alles fein für sie. Allerdings hatte ich für mich das Gefühl, der eigentlichen Frage ausgewichen zu sein. Vor ein paar Wochen dann hat sie gefragt, wie Babys in den Bauch kommen. Da habe ich gesagt, dass ich kurz überlegen müsse, wie ich ihr das am besten erklären kann und es ihr sage, sobald ich überlegt habe. Dieses Gespräch steht noch aus. Anne und ich sind uns einig, dass die beiden natürlich von vornherein die Wahrheit erfahren sollen. Sie sollen wissen, wer sie sind und dass es zwar einen biologischen Vater, den Spender gibt, jedoch keinen sozialen Papa. Wenn andere Kinder nach ihrem Papa fragen, sollen sie selbstbewusst Antworten auf ihre Fragen geben, ohne dabei ein Schamgefühl oder ein Gefühl von, es fehlt etwas zu haben. Ich habe Angst beim Erklären, etwas falsch zu machen. Beispielsweise, dass für Lilly beim Benutzen der Wörter Papa, Vater das Gefühl einer Leerstelle entsteht. Wir ringen neben dem, wie viel erklären wir den Kindern wann, tatsächlich auch damit, die richtigen Vokabeln zu finden. Spender trifft es am besten, aber es muss ja eben auch für Kinder nachvollziehbar sein. Vielleicht ist es auch für andere Nicht-Regenbogenfamilien interessant, wie man mit brisanten Fragen von Kindern bezüglich sexueller Aufklärung umgeht. Vielen herzlichen Dank für die E-Mail. Spannend hatten wir so noch nicht. Spannende Frage, ja, hatten wir hier so noch nicht. Ich muss tatsächlich sagen, habe ich eben auch schon im Off sozusagen dir erzählt, dass ich in meiner Praxis zunehmend und öfter solche Fragen habe, was ich auch einfach spannend finde, weil ja diese Fragen ja einfach auch aufkommen, weil das Bild Familie sich einfach verändert. Ja, absolut. Stück, ne? Das finde ich ist eine schöne Botschaft, dass eben Familie nicht heißen muss Vater, Mutter, Kind, sondern dass es eben auch Mama und Mama und Papa geben kann und dass es um Beziehung geht und um Verbindung. Und ja. Das finde ich erstmal eine total gute Nachricht. Die Schwierigkeit, und das ist ja auch das jetzt, was Luise, heißt sie bei uns, hier beschreibt, dass es nicht so einfach ist, Technologie zu erklären. Mhm. Also es ist ja letztlich, hat es ja was mit einer Forschung zu tun, ja, und mit einer modernen, ja, mit einer, wie soll ich sagen, also wir bedienen uns moderner, wir bedienen uns Erkenntnisse, die wir haben aus der Wissenschaft, wir machen Experimente und wir suchen Verfahren, moderne Verfahren, um Dinge zu umgehen. Zum Beispiel den Vater. Ja. Ja, also ich finde das ganz, und nochmal, wenn wir jetzt darüber reden, weil die Gefahr, dass es da um Bewertung und schnell auch eine Abwertung rüberkommt, die ist relativ groß, erlebe ich häufig, wenn man so im Gespräch darüber ist. Das geht mir überhaupt nicht darum zu werten, sondern es geht mir wirklich darum, die Dinge auf den Tisch zu legen quasi und zu sagen, was folgt denn daraus? Und da wir ja bindungs- und beziehungsorientiert sprechen und leben und arbeiten, geht es auch immer darum, wie können wir denn diese Verbindung beschreiben, wie können wir wieder in Verbindung kommen, wie können wir Bilder finden, die auch eben verbindend sind und nicht was Trennendes. Ne? Das hat Luise ganz schön gesagt mit der Leerstelle, ne? Ja. Da ist nichts. Ja? Also das wäre mein Ziel, dass wir da wertfrei drauf gucken, dass sich keiner beurteilt fühlt, weil ich finde, das hat alles seine Berechtigung und das steht uns überhaupt nicht zu, das in irgendeiner Form zu bewerten. Ich will es nur noch mal, Matze, wenn ihr jetzt Matze sehen würdet, der nickt und winkt ab. Genau, sehr angenehm. Ja, was kann ich dazu sagen? Also vielleicht fange ich noch mal anders an. Diese modernen Erkenntnisse und die modernen Möglichkeiten, die moderne Medizin ist ja oft ein Segen und auch in Anführungsstrichen ein Fluch zugleich.
ich empfinde das so, weil es, weil wir auf einmal in Entscheidungsdimensionen kommen. Wir werden mit Fragen konfrontiert, für die wir erstmal keine Antworten haben. Ja, das ist, und für die wir keine einfachen Antworten haben. Das ist ja ein bisschen das Problem, weil Luise kann uns das gut erklären. Wir verstehen das, ja. Und wir können dann auch über die Dinge sprechen. Dass Kindern so, begreiflich zu machen oder dafür Bilder zu geben. Darum wird es nämlich gehen, dass wir kindgerechte Bilder finden für das, was dort passiert ist, ja, die Sicherheit geben, die Verbindung stiften und die auch ein bisschen beruhigen. Ja. Ja, darum wird es gehen und darum geht es ja immer, wenn wir mit Kindern, also wenn Kinder Fragen haben, dass wir ihnen eben Antworten geben, die sie auch gut verarbeiten können und nicht in Anführungsstrichen die Wahrheit erzählen. Also es geht ja wirklich dann um Begrifflichkeiten, ne? Habe ich das so richtig? Ja, ich glaube, es geht um Bilder, also Begrifflichkeiten zu finden, die Bilder beschreiben. Ja. Also das, deswegen, ich bin natürlich sofort über das, genau dieses Papa ist gleich Leerstelle, Spender ist gleich Vater. So und wie das, wie man das so. Du als Vater auch nochmal, ne? Ja, klar. Gestolpert. Ja, aber das so ganz. Ja, natürlich ist es irgendwie so ganz schwierig zu sagen, du hast keinen Papa, du hast einen Spender. Also das stimmt das, ja nicht. Also, ne, genau, aber das ist auch ein bisschen die Frage und deswegen, wenn wir uns dieser Frage nähern, dann können wir das auf zwei Ebenen machen. Wir können so grundsätzliche Sachen besprechen, ja, ne, wo wir jetzt so angefangen haben und wir können natürlich auch nochmal hier auf Luise und die Situation, ja, eingehen. Und das, was Luise und ihre Frau entschieden haben, ist, dass der Vater eine Leerstelle ist. Ja. Ja, das ist einfach so. Und das ist eigentlich ziemlich cool, dass das nach 3 Jahren schon deutlich wird. Mhm. Weil wenn es 18 Jahre wären, dann wäre es eine sehr große Leerstelle. Ja. Weil jetzt kann man das auch nochmal verändern, weil es geht ja darum, dafür auch Worte und Bilder zu finden. Ja. Und ich finde, das muss man sich eben auch überlegen, wenn man eine Samenspende annimmt oder sich dafür entscheidet, dann muss man gucken, wie man sozusagen das. Also, ne, das ist nicht nur eine Entscheidung, die man selbst trifft, sondern man trifft ja auch eine Entscheidung für das, was daraus entsteht. Und das ist aber oft für uns, ne, ich sage immer so ein bisschen einfach, es ist für unser Gehirn nicht so gut assoziierbar, was daraus erwächst, weil wir wissen nicht, was Mutter und Vater sein heißt. Und mit Mutter und Vater meine ich jetzt Eltern sein. Ja. Ja? Das wissen wir nicht. Das heißt, die Fragen, mit denen sich jetzt Luise und ihre Frau auseinandersetzen, da könnte man ja auch sagen, habt ihr euch da vorher keine Gedanken drüber gemacht? Und vielleicht sagen die dann, weiß ich nicht, Luise, was ihr jetzt sagen würdet, haben wir schon, aber irgendwie passt die Antwort nicht mehr. Oder, ja, ne, oder wir haben mit der Frage so nicht gerechnet oder so. Oder wir dachten vielleicht mit 18. Mhm. Ich finde es ja immer auch gut, das mit Humor. Ich hoffe, das ist okay. Aber wenn man so zusammensitzt, kann man auch sagen, so eigentlich habe ich mir vorgestellt, mit 18, ne, kommt dann Lilly auf mich zu und sagt, sag mal, was ist eigentlich mit meinem Vater? Und dann kann man natürlich die Samenspende erklären. Ja. Ja. Nur mit 3, das ist ja klar, dass das ein Prozess ist. Das weiß aber ich als Mutter sozusagen ja auch nur aus dieser Erfahrung. Ja. Ja. Also deswegen bringt es natürlich auch nicht zu sagen, ihr habt euch das jetzt vorher nicht überlegt, sondern wir werden immer in unserer Elternschaft mit Dingen konfrontiert oder zusammengebracht, wo man dann eben auch neu überlegen muss und neue Bilder findet. Und jetzt ist es soweit und jetzt wird deutlich, wir haben uns dafür eine sehr sachliche Begrifflichkeit entschieden. Ne? Also Samenspende, der Spender, du bist über einen Spender entstanden, hat tatsächlich, also für mich vom Bild her, ne? Das ist vielleicht, bin ich auch ich das persönlich, weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist da tatsächlich was sehr Neutrales, ne? Das ist was sehr wenig Emotionales. Ne? Total. Also es ist ganz, ich finde das, mich persönlich fasst das insofern an, dass ich denke, boah, das würde mir, also wenn ich jetzt denke, ich bin das Kind und andere haben einen Papa und ich habe einen Spender, also auch das Wort Spender ist, finde ich, hast du ein anderes Wort dafür? Na, ich würde dabei bleiben, was es ist, weil biologisch gibt es Vater und Mutter, das ist so. Ja, genau. Da können wir, also ich meine, das ist bei schwulen Pärchen genauso, die müssen irgendwie gucken, wer trägt das Baby aus und bei Frauen ist es eben so, bei 2 Müttern, die müssen eben überlegen, wo kriegen wir den Samen her, ja, so ist es. Also würdest du dann bei Spender bleiben oder würdest du sagen,
Dann würdest du sagen, ja, das ist der Vater. Also ich denke, dass es darum geht, das Ganze ein Stückchen zu emotionalisieren und auch sich zu entscheiden, das Ganze doch nochmal mehr in die Familie reinzuholen. Das würde ich Luise, wenn sie jetzt hier mit ihrer Frau sitzen würde, würde ich sie fragen, was überhaupt die Gedanken waren, warum sie das für sich so rausgehalten haben. Ja. Weil das ja auch, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich finde, beides ist ja ein Geschenk. Also wenn eine Frau ein Baby austrägt und es dann zur Adoption oder wie auch immer freigibt, ja, oder eine Leihmutter, es ist ja auch vieles passiert ja auch über persönliche Beziehungen, das kenne ich auch, ne, dass also das auch unter Freundschaften oder Freundschaftsdienst dann auch läuft, ne, und da Vereinbarungen getroffen werden, das ist ja eigentlich ein Geschenk, ja, etwas zu bekommen und dann auch und ne, und das Geschenk ist ja auch, dass die beiden sich jetzt darum kümmern, also um das Baby, um die Kinder, ja, und dass es da aufwachsen darf. Und also eine Spende, ja, Spende kann man natürlich auch sagen, ne? Spende ist etwas, das ist was sehr Großzügiges, aber auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, ich habe etwas bekommen, ich habe ein Geschenk bekommen. Ich finde Geschenk natürlich auch viel, viel besser. Ne? Mir geht es wirklich darum, also würdest du ihr empfehlen, eher von einem, das habe ich noch nicht so richtig verstanden, dass es einen Vater gibt, also der heißt auch Vater. Und der ist ja dann vielleicht nicht da und den kannst du vielleicht, wenn du möchtest, mit 18, ne? Aber. Meinst du, das ist so lustig, weil ich merke schon, du willst mich ein bisschen festklopfen, das verstehe ich auch. Ich finde es nur, ich möchte ganz, ganz ungerne Empfehlungen an dieser Stelle geben, weil es eine sehr, sehr emotionale und eine sehr persönliche Sache ist. Und weil es, weil ich finde, dass Luise und ihre Frau das selbst für sich entscheiden und vor allen Dingen braucht es Prozesse davor. Deswegen habe ich das so vorgeschaltet, um sozusagen dann irgendwann Lilly und dem Bruder vom Papa zu erzählen und den reinzuholen, braucht es die Entscheidung, wir trennen uns ein bisschen sozusagen für die Kinder von diesem sehr sachlichen Begriff Samenspender. Ja. Ja. Und wir lassen da jemanden mit rein, der uns was geschenkt hat. Ja, ja. Und wir benennen den nochmal anders. Das ist ein sehr persönlicher Prozess und den will ich nicht empfehlen, so direktiv, wenn das andere nicht stattfindet. Ja. Ich glaube, was jetzt grundsätzlich, und da kann ich ja noch mal ein bisschen auch weggehen jetzt hier von dieser Situation, grundsätzlich ist es aus meiner Sicht, wenn Kinder nach ihren Eltern fragen, ist es sehr emotional. Ja, das heißt, eine sachliche Ebene hilft den Kindern nicht. Und es wäre gut, Begrifflichkeiten zu finden, die was Nahes, die was Warmes, die was Emotionales haben. Ob das Papa ist, ob das Vater ist, ob das eben auch eine andere Figur ist, ja, das weiß ich gar nicht so. Also ich hatte zum Beispiel mal ein Paar, die haben auch, ich glaube, eine Eizelle, über eine Eizellenspende ein Kind bekommen. Und da standen die, das ist ja noch komplizierter, ja, da standen die auch vor der Frage, wie können wir das denn jetzt erklären? Und da hat das Kind noch gar nicht gefragt, ja. Also da war nur so dann irgendwie, weil phänotypisch das vielleicht mal eine Frage sein könnten und die Eltern, das fand ich auch toll, gesagt haben, wir wollen nicht sozusagen das verschweigen, dass es da auch genetisch nochmal andere Anlagen gibt, ja. Und also ich glaube, dass es wichtig ist, für sich auch Dinge zu überprüfen, weil wenn jetzt Luise und ihre Frau vom Papa auf einmal erzählen, aber da dann für sie noch Widerstände sind, dann wird es auch wieder spürbar und dann verfehlt es vielleicht die Wirkung. Also deswegen wäre es gut zu überprüfen, warum haben wir uns denn dafür entschieden? Und meine Frage ist auch immer so, was ist denn eure Angst? Also oder die Befürchtung? Weil oft entscheiden wir uns für so eine Sachebene aus einer Befürchtung raus. Und also ne, ganz oft ist dann eben die Sorge, dass dann der ein oder andere nicht mehr als gleichwertig oder als wertvoll wahrgenommen wird. Also dass vielleicht, ne, die Bauchmama sozusagen hat ja ihre Berechtigung dadurch, dass sie diese Bauchzeit hatten, ja, miteinander und auch geboren hat. Und was ist aber dann jetzt mit dem anderen? Mhm. Da ist die Sorge, dass die Verbindung dadurch, dass es keine biologische Verbindung gibt über den Samen, könnte die Befürchtung sein, dass der andere denkt, ich bin da nicht mehr verbunden. Und jetzt holen wir da sozusagen auch emotional den Vater dazu, ja, der seinen Samen gespendet hat. Und dann sind wir schon zu dritt. So ist das, genau. Mhm. Stimmt, so habe ich es dann gar nicht betrachtet. Ja, ja, klar. Was meinst du mit genau, mit betrachtet? Dass ich die nicht biologisch verbundene Person, dass die sich ausgeschlossen fühlt. Genau.
Also ich möchte fast wetten, dass das die Sorge ist und dass das aber vielleicht auch noch gar nicht so bewusst ist und dass deswegen auch das so weggehalten wird, ne? Auf so einer neutralen Ebene, das ist der Spender. So, der gehört nicht in unser Leben, der hat uns das zwar gegeben und das ist schön und jetzt in Anführungsstrichen tun wir aber mal so, als ob es den nicht gibt. Und das ist eben spätestens, da haben wir halt die Rechnung ohne die Kinder gemacht und das ist ja auch gut so, ne, dass Lilly fragt, wie passiert das eigentlich? Und ich möchte eigentlich mit ganz viel Freude und Zuversicht sagen, allen Menschen da draußen, die das irgendwie diese Geschenke annehmen, es wirklich auch als ein Geschenk zu sehen und auch zu erzählen, weil es ist ein großes Geschenk. Ja, und keine Angst zu haben. Also Bindung findet nicht nur über Biologie statt, sondern Verbindung findet vor allen Dingen zwischen Menschen statt. Aber ich stelle es mir wirklich schwer vor, das auch so zu sagen. Also ich habe jetzt auch gerade überlegt, wie man das so, ich verstehe auch, dass man dafür, da muss jeder selber seine Worte finden, aber ich habe jetzt gerade überlegt, wie ich das machen würde. Ne? Also würde ich dann, ja, du bist ein Geschenk von einem fernen Bekannten. Gut, können wir dabei hinfahren? Nein, können wir nicht. Das ist gar nicht so einfach, dann die richtigen, weil das ist wirklich ein Wort zu finden dafür oder eine Bezeichnung zu finden, die eben eine Geschichte erzählt, die aber nicht, weil ich finde nämlich, ne, Spender, es ist irgendwie, finde ich ja, irgendwie das hier, das ist irgendwie so Seifenspender. Das hört sich sehr trennend an, das hört sich nicht verbunden an. Ja. Das sind aber auch natürlich meine Assoziationen. Natürlich ist es ein Spender und Spender ist ja auch was Schönes, ne, wenn man an Hilfe denkt, aber es ist schwer dafür ein Bild zu finden. Ja, es ist schwer ein Bild zu finden und vielleicht ist es auch schwer Geschichten dazu zu finden, ja, also und ich glaube, es ist auch ganz schwer, sich da rein zu versetzen, ne? Jetzt haben wir beide leibliche Kinder, ja. So sich da rein zu versetzen, ein anderes Kind anzunehmen, weil ich glaube schon dieses, ach, das hat er von mir oder guck mal, er sieht mir ähnlich und so. Das ist also auch vielleicht im Alltag etwas, was wir eben nicht so kennen, ja. Also ich glaube, es macht etwas mit uns und je bewusster wir uns dessen sind und je klarer wir uns sind, dass Bindung, Verbindung sozusagen zwischen, also ne, dass der Ton macht die Musik, ja, wir sitzen ja zusammen im täglichen Orchester sozusagen, ja, da brauchen wir keine, wir brauchen eigentlich diese Ängste nicht haben und diese Ängste haben eigentlich auch mit der Situation nicht so viel zu tun, sondern haben ja tief mit uns zu tun, abgelehnt, also die Sorge ausgeschlossen und abgelehnt zu werden, nicht richtig zu sein. Ja, das sind ja alles dann Fragen und Sphären, Ebenen, die dann berührt werden an so einer Stelle. Also ich glaube auch, dass es schwierig ist, Worte zu finden dafür. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich Begrifflichkeiten und auch Worten, Erklärungen nähern kann über Bilder. Ja, und ich habe eben, ich entwickle zum Beispiel dann, wir überlegen dann, was für eine Geschichte. Menschen brauchen Geschichten. Ja, wenn ich dich fragen würde, was heißt, wie bist du auf die Welt gekommen, dann kannst du nur davon berichten, was deine Eltern dir erzählt haben. Grünes Sofa. Grünes Sofa zum Beispiel, ja. Und ich glaube, dass es, die wahrscheinlich fragen Lilly und Jakob auch, oder Jakob jetzt vielleicht noch nicht so, aber Lilly wird fragen, wie bin ich auf die Welt gekommen? Habt ihr euch gefreut? Ja, solche Sachen sind ja ganz wichtig, ja. Und dann erzählt man Geburtsgeschichten und man sagt, dann war der Kopf da und der Papa kam zu spät oder wie auch immer, es war irgendwie so. Das gehört irgendwie mit zu uns und ist aber ja eine Assoziationen, die wir erstmal haben. Erstmal, das ist eine Fantasie und es ist etwas, was uns beruhigt. Wir sind auf die Welt gekommen und wir sind geliebt und das ist das Wichtige. Und dann gibt es diese Dimension davor. Das erlebe ich auch häufig bei erwachsenen Menschen, dass die dann sagen, ich war nicht gewollt. Also ne, dann war die Freude zwar da, als dann das Kind kam, aber ich habe das öfter hier, dass Eltern eben selbst von ihrer Geburt oder von ihrer Geschichte erzählen, ich war eigentlich nicht gewollt, mein Vater wollte mich nicht oder meine Mutter wollte mich unbedingt und hat es durchgesetzt oder sowas, ne, dass das eine Rolle spielt. Und das zum Beispiel, finde ich, sind total gute Anknüpfungspunkte für so eine Geschichte, weil was alles davor steht, um eine Eizellenspende zu machen, um eine Samenspende anzunehmen. Das sind ja wahnsinnige Prozesse, die Menschen da durchmachen. Auch das können wir uns kaum reinversetzen. Ja, das heißt, man entscheidet sich ja für etwas. Man sucht sich einen Ort aus. Man sucht sich eine Zeit aus. Da sind Verfahren. Man muss etwas mit seinem Körper machen lassen. Ja, also das heißt, da steht eine ganz große Anstrengung dahinter,
ich will ein Baby. Ja, und dieses ich will und ich freue mich und jetzt bist genau du das. Das sind ja genau die Botschaften, die Kinder dann brauchen. Ja, das heißt, da ist nichts dem Zufall erstmal so überlassen, sondern wir haben dich ausgesucht. Wir haben das sozusagen ganz, ganz doll. Du bist ganz, ganz doll gewollt. Und das hat verbindenden Charakter und das hat, ist auch eine sehr schöne Geschichte, finde ich. Ja, und wenn man dann sagt, okay, wir haben dich gewollt und wir haben dich im Grunde gesucht und wir haben dich dann geschenkt bekommen. Und Mama und Mami lieben sich ganz doll. Mhm. Und jetzt ist es in der Natur so, dass man das aber nur mit einem Mann machen kann. Mhm. Jetzt habe ich mich aber in keinen Mann verliebt. Mhm. Dann haben wir einen Mann gefunden. Und, so. Und dann haben wir einen Mann gefunden und der hat uns das gespendet, der hat uns das geschenkt. Mhm. Das ist doch wunderbar. Ja, also dieses aus dem Defizitären, wir konnten das nicht, wir sind nicht genug, einer fällt raus, hin zu dem, wir haben ein Geschenk angenommen und aus diesem Geschenk bist du gewachsen, also besser geht's eigentlich nicht, ja. Jetzt haben wir doch ein Bild, super. Ja, ich habe auch nicht gesagt, dass es das nicht gibt. Yes. Es gibt nur keine Empfehlung zu einem konkreten Bild, weil, ne, und auch nochmal hier, das dürfen Menschen sich rausnehmen, müssen sie aber nicht. Ja, ich glaube, es ist eben wichtig, kindgerechte Bilder zu finden und wie man das jetzt erzählt, ist ja trotzdem dann die Frage. Ja? Ich würde es einmal noch ein Stückchen weiter wegziehen wollen, also weg von der Geschichte hier, weil es gibt ja auch Samenspende innerhalb von Beziehungen. Das heißt, eine Unfruchtbarkeit, was auch immer dann nicht geklappt hat. Wie würdest du damit umgehen? Also was würdest du da empfehlen? Weißt du, worauf ich hinaus will? Nee. Das kann ja auch sein, dass ich unseren Sohn hätte nicht zeugen können. Das heißt, wir haben eine Samenspende gemacht. Das heißt, ich bin nicht der leibliche Vater, sondern das ist eine Samenspende. Es gibt ja mehrere, also es ist ja nichts Ungewöhnliches. Ach so, aber das wäre ja eigentlich die gleiche Konstellation. Also einer fällt biologisch raus. Einer fällt biologisch raus, genau, wobei das natürlich nicht ersichtlich ist. Es gibt ja Menschen, die eben nicht von ihren leiblichen Eltern sind oder also von einem leiblichen Elternteil sind und da ist eben, natürlich kann man es verheimlichen, aber die Frage ist ja, Sieht man es vielleicht auch, genau. Mhm. Ja. Also ich glaube, dass Kinder das gar nicht so wahrnehmen, dass sie da phänotypisch denken, ich sehe ja gar nicht so aus. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber dieses Phänomen, dass man ja spätestens in der Pubertät dreimal mindestens denkt, man gehört nicht zur Familie und ist irgendwo aufgelesen worden. So, weil man eben sowieso in diesen Prozessen sich nicht wohlfühlt und nicht dazugehörig fühlt. Also auch da wieder, ne, wenn das jetzt so wäre, dann wäre es gut zu gucken, wie ist die Entstehungsgeschichte. So, ja, also du und deine Frau, ihr habt euch verliebt und ihr wollt unbedingt ein Baby haben und ihr habt es probiert und er ist nicht gekommen oder sie. Ja, es hat, also ne, ich habe ja sowieso immer so dieses Bild, es gibt ganz viele kleine Sternchen oben und dann jedes Mal, wenn ich schwanger geworden bin, dann ist ein Sternchen, ist aber schon eine Bestimmung, ja, so habe ich das für mich, habe ich das den Kindern erzählt und natürlich ist es ein Bild, ja? Ja, aber es ist eben ein Bild, was sozusagen einen biologischen Vorgang auch in ein wunderschönes Bild packt und in ein verbindendes Bild, nämlich genau du bist gewollt, ja, du gehörst zu uns und wir haben dich erwartet und ersehnt, ja, und das, ich glaube, dieser biologische Vorgang, wenn du dann, also die Kinder fragen das ja nicht direkt nach der Geburt, ja, nee, sondern das kommt ja, wenn ihr schon gebunden seid. Das heißt, wenn dein Kind in deine Augen guckt und sich selbst da drin sieht und die Liebe sieht und die Freude sieht, ja. Das heißt, für das Kind ist es erstmal nicht, glaube ich, so wichtig. So erlebe ich das zumindest in der Begleitung. Und ich denke, es wird später eben noch mal eine Komponente kommen und das ist ja vielleicht auch das, was du dann, wo du dann so ein mulmiges Gefühl hast, wo ein Dritter ins Spiel kommen könnte. Ja, ja, wo es dann heißt, wer ist denn das? Kann ich den bitte mal sehen? Ja, vielleicht entdecke ich da ja noch irgendwelche Ähnlichkeiten. Ja, und dieses Zugehörigkeitsding, ne? Wo komme ich eigentlich her? Ja. Was ist Heimat und so weiter? Ja. Und warum hat er mich, also das ist ja oft bei adoptierten Kindern so, dass eben Mütter oder Eltern die Kinder quasi ausgetragen haben und dann sie aber weggegeben haben. Ja. Ja, und auch das ist ja eigentlich ein Geschenk, wenn adoptierte Kinder das wandeln können in sozusagen eine Dankbarkeit. Mhm. Ja, und nicht in einen Vorwurf, weil oft ja gerade das ist ja noch sehr, sehr
auch, wie soll ich sagen, verpönt, ne? Und das ist ja, also klar, es gibt auch Menschen, die sagen, ja, ich bewundere das. Also ich bewundere es auch, weil ich es, weil man es eben, weil es so unvorstellbar ist. Und es ist, glaube ich, auch ein Wahnsinnsprozess, ein Kind abzugeben. Also dieses ist ja die höchste Form der Nächstenliebe. Ja, also das Kind wirklich abzugeben und das sozusagen dann zu wandeln. Also habe ich viel mit Eltern besprochen, die adoptiert haben und auch, weil die haben natürlich Angst, wenn dann das Kind, das adoptierte Kind, die leibliche Mutter trifft, dass sie dann weniger wert sind. Ja, und das ist in der Regel ist das nicht so. Ja, sondern im Gegenteil, das ist ein Bonus, der dazukommt und das ist auch ein Recht im Übrigen, ne, dass Kinder auch das Recht, Menschen haben das Recht zu wissen, wo sie herkommen. Und deswegen auch, das finde ich an unserer Geschichte jetzt hier an der E-Mail von Luise so gut, dass sie das ja möglich machen. Ne? Das heißt, wenn die Kinder erwachsen sind, dürfen sie das einsehen. Ja, das finde ich, das ist keine anonyme Spende. Ich finde das auch, nämlich dieses möglich machen, das ist ja auch eine ganz große, also es ist natürlich nur eine Meinung, ne? Also das ist ja, aber ich finde das auch, das hat eine ganz, das ist ein ganz großes Zeichen von Vertrauen. Ja. Und deswegen, ich habe mich das gefragt, wie das, ne, vor allen Dingen, sollte man das sagen oder nicht? Ne? Mhm. Wo kommst du eigentlich her? Mhm. So, also bist du wirklich der Samen von Fadi oder von einem Mann, der dich geschenkt hat? Das ist, glaube ich, nicht so einfach für so eine Familie, das so zu entscheiden. Absolut, ich finde auch. Deswegen nehmt euch ein bisschen Zeit, um wieder hier auf den Fall zurückzufallen. Klingt so blöd. Also um auf die Frage, auf die Situation genau von Luise und ihrer Frau zurückzukommen. Nehmt euch ein bisschen Zeit und ich finde es, also ich habe den Eindruck, dass ihr das richtig gut macht, weil ihr habt ja diese Möglichkeit auch gegeben, den Kindern zu ermöglichen, auch dort zu forschen und auch nochmal eigene Bilder zu finden, auch eine eigene Verarbeitung zu machen. Und natürlich habt ihr auch eine Entscheidung getroffen. Ich glaube, ihr dürft das Ganze tatsächlich so ein bisschen als Geschenk nehmen und mal gucken, was vielleicht, guckt ihr mal, was das mit euch macht, dieses Bild. Und ich bin mir ganz sicher, dass ihr Worte und Begrifflichkeiten findet. Und ihr dürft es einfach, Kinder kommen sehr gut klar eigentlich mit den Dingen, wie sie sind. Mhm. Ja, so. Also ich glaube, für Lilly ist das, der hat was geschenkt und der ist aber nicht da und vielleicht lerne ich den mal kennen. Also ich überspitze jetzt mal, ne? Keine ja. Ahnung, ob das dann so, und auch nicht so viel Angst haben vor Fragen. Es ergibt sich eins aus dem anderen. Wir können das nicht planen. Aber ich verstehe das voll, dass ihr das so, oh, ja, jetzt kommt es, oh, jetzt schon doch ein bisschen eher, als ich dachte. Ja. Ich finde das auch sehr süß. Muss ich mal drüber nachdenken. Ja. Und das Gespräch steht jetzt noch aus, obwohl ich weiß gar nicht, von wann die E-Mail ist. Ich hoffe, also wir senden bald. Okay. Ja, dann Luise, dann viel, viel Glück. Sagt man das, viel Glück oder Einfallsreichtum auch ein bisschen, um das schön zu erzählen? Ja, und also wirklich, nehmt euch mal bei den Händen, ihr beiden Mamas, ne, und guckt auch mal auf eure Kinder und habt nicht so viel Sorge irgendwie, ne. Ihr macht es gut und die Kinder sind okay, so wie sie sind. Und es gibt einen Mann, der hat den Samen gespendet. Und das ist eigentlich ja, also es klingt jetzt, man muss es nicht größer machen, als es ist, auch nicht kleiner. Und ich glaube, es braucht einfach Bilder und Geschichten dazu. Also vielen herzlichen Dank für die Frage, liebe Luise. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne an familienrat@mitvergnügen.com und ich freue mich jetzt auf ein Stück Schokolade. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person weiterempfehlt. Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und Eltern, die dann auch mal nicht weiter wissen. Das ist gar nicht schlimm. Das Wichtigste ist, dass ihr mit euren Fragen nicht alleine bleibt und euch nicht zurückzieht, sondern in Austausch geht und im besten Falle natürlich an uns schreibt. Wir freuen uns auf eure Fragen.